In Coswigs Börse, dem großen Kulturhaus der Stadt, war die Sommerpause im letzten Jahr gründlich genutzt worden, um weitere wesentliche Elemente des Hauses zu verbessern. Dazu gehörte die Modernisierung des Brandschutzes. Nun befindet sich die Börse wieder in einer Spielpause, einer natürlich ungeplanten. Aufgrund der Corona-Situation sind erneut die Handwerker die nahezu einzigen Akteure im Haus. Die kümmern sich um den Abschluss der noch ausstehenden Arbeiten. Dazu zählt unter anderem das Brandwarnmeldesystem im gesamten Haus, vom Keller bis in das Obergeschoss der Börse, auf den neuesten Stand zu bringen. Hierbei wurde einerseits die gesamte Verkabelung mit zeitgemäßen elektronischen Rauchmeldern erneuert. Weiterhin wurden auch die Alarmschalter für die Brandauslösung mitsamt Steuerleitsystemen zum Informieren der Feuerwehr im Ernstfall ausgetauscht. Unter dem Strich wurden hierfür mehrere Kilometer Kabel verlegt bzw. verbaut. Die brandschutzgerechten Saaltüren sollten dagegen eigentlich erst bei passender Gelegenheit eingebaut werden. Nun befinden sich diese speziell angefertigten Türen bereits am vorgesehenen Platz und sollen höchsten Ansprüchen gerecht werden. Also die neuen Saaltüren, das sind in Summe drei Stück, drei doppelflügelische Türen, haben wir im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen eingebaut. Einmal sind sie, wie gesagt, Brandschutz ertüchtigt worden. Das heißt also, die Vorhagen hatten einen Bestandsschutz, waren zwar auch den Sicherheitsbestimmungen entsprechend, aber jetzt sind halt extra Fluchtgriffe dran, es sind Rauchmelder dran, es sind elektronische Feststeller dran. Das ist also die Brandschutzertüchtigung. Und das Zweite ist, dass sie auch Schallschutz bieten. Das heißt also, es ist in Zukunft gerade, was den großen und den kleinen Saal angeht, so, dass also durch den Schallschutz dann auch in beiden Räumen etwas stattfinden kann, ohne dass man das in dem anderen Raum dann hört. Einen großen Brand hat es in der Börse bisher glücklicherweise noch nicht gegeben. Auch vor den jetzigen Brandschutzarbeiten hatte dieses Gebäude natürlich über ein ausreichendes Brandschutzkonzept verfügt. Bisher hätte ein Brand im großen Saal zum Beispiel auch wirkungsvoll gelöscht werden können. Jetzt, nach dem Umbau, wäre das Löschen aber noch effektiver und zeitsparender. Investitionen wie der neuerliche Einbau der Saaltüren sind bei weitem nicht ganz billig. Also wir haben uns so vorher mit dem Denkmalamt abgestimmt, weil das ja Bauteile sind, die im denkmalgeschützten Bereich des Hauses eingebaut worden sind. Und haben uns dann auch lange auf die Suche gegeben nach einem Spezialtürenhersteller. Und letztendlich muss man sagen, dass dort pro doppelflügelische Tür ca. 15.000 Euro zu Buche stehen. Jeder Handgriff wird von Fachleuten ausgeführt, die ihr Handwerk tiefgründig verstehen. Hinter dem jetzigen Türeinbau steht eine große deutsche Firma aus Bayern, die solche Spezialtüren herstellt. Bereits in der Villa Therese hatte man die Einlasstüren zum Kammermusiksaal von dieser Firma fertigen lassen und damit gute Erfahrungen gemacht. Sind Bauarbeiten erst einmal abgeschlossen, stehen in der Regel die nächsten ganz sicher schon in der Planung. Die Türen in der Börse sind also eingebaut. Was ist nun noch während der Zwangspause geplant? Naja, also eigentlich ja nichts, weil wir nie davon ausgegangen sind, dass es jetzt diese Zwangspause gibt. Wir hätten das mit den Türen sonst wahrscheinlich auch ein Stück weit geschoben, hätten die noch etwas dastehen lassen, bis es dann mal in den Spielplan reingepasst hätte. Jetzt ist es natürlich, wenn man das gut sehen will, so, dass wir die Zeit dafür nutzen konnten. Es müssen dort ja auch noch ein paar Arbeiten am Fußboden gemacht werden, weil wenn die neuen eingebaut worden sind, muss ein Stück Parkett erneuert werden, ein Stück Fliesen erneuert werden. Das können wir jetzt alles mitmachen, ohne dass es irgendwie einen Spielbetrieb beeinflusst. Aber ansonsten hoffen wir eigentlich, dass die Phase der Schließung jetzt bald vorbei ist und es wieder Veranstaltungen stattfinden können. Zu den kleinen Restarbeiten gehört nur noch das Verputzen im Umfeld der Türen. Das Drumherum muss also noch verschönert werden. Sobald die hochkarätigen, brandschutzgerechten Saaltüren dann noch Strom durch das Anklemmen ans Netz bekommen, ist ein sehr wichtiges Projekt im großen Kulturhaus Börse abgeschlossen.